Der holländische Star-Architekt Koen Oldhuis auf einer seiner Großbaustellen. Es ist ein Polder, ein Gebiet, das unter dem Wasserspiegel liegt. Mit Hilfe von Deichen und Pumpen wurde es künstlich trockengelegt. Auf diese Art gewinnen die Holländer seit dem Mittelalter Land. Die Projektplaner wollen hier die Pumpen stoppen und das Gelände wieder dem Wasser preisgeben. Das soll Überschwemmungen vorbeugen und Speicherplatz für Regenfälle bieten. Koen Oldhuis wird hier eine Ortschaft aus schwimmenden Häusern erschaffen. Das neue Wasser soll sie heißen, ein Pilotprojekt für zukünftiges Leben und Bauen. Es wäre doch dumm, bei uns nur normale Häuser zu bauen. Es gibt hier so viel Wasser, alles ist in Gefahr. Wir müssen uns auf die Natur einlassen und uns mit ihr verbünden, anstatt gegen sie zu kämpfen. Es ist eine Idee, für die es im Landesinneren bereits ein Vorbild gibt. In der 500-Seelen-Gemeinde Maasbommel wurden die ersten Amphibienhäuser der Niederlande gebaut. Sie stehen an einem Seitenarm der Maas, mitten in einem Überschwemmungsgebiet. Die Häuser sind für den Fall gerüstet, dass der Fluss anschwillt. Sie können schwimmen. Die Bewohnerin Anne von der Molen zeigt, wie eine solche Arche Noah funktioniert. Das Geheimnis liegt im Keller des Hauses. Das hier ist der schwimmende Teil. Er besteht aus Beton, der innen hohl ist. So schwimmt das Ganze. Darauf wurde das Haus aus Holz gebaut. Die wasserfeste Betonwanne gibt dem Gebäude Auftrieb. Sie ist an zwei Pfählen befestigt, die als Anker dienen. An ihnen steigt das Haus mit dem Wasserpegel hoch. Wasser- und Stromleitungen passen sich der Lage des Hauses an. Bis zu 5,5 Meter kann das Gebäude an den sogenannten Teleskopstangen hochgleiten. Es ist eine Konstruktion, die auch Menschen in anderen Hochwasserregionen Schutz bieten könnte. Die große Bewährungsprobe für die Amphibienhäuser an der Maas steht allerdings noch aus. Wir sind noch nicht mit dem Haus geschwommen. Wir wohnen jetzt schon 4 Jahre hier, aber bis jetzt ist der Fluss noch nicht so weit angestiegen. Eigentlich schade. Aber vielleicht passiert es ja in diesem Winter. So lässt es sich in einem Überschwemmungsgebiet leben. Dutzende weitere Bauprojekte dieser Art sind in Planung. Die Universität Wageningen hat sich der Sache angenommen. Sie ist ein Zentrum der Umweltforschung. Hier lehrt einer der Wasserstrategen weltweit, Pavel Kabat. Auch er sieht die Wassermassen nicht als Gefahr, sondern als Chance. Die Bedrohung durch den Klimawandel könne ein Motor für Innovationen sein. Nach unseren Berechnungen spielen sich heute ungefähr 70% der Weltwirtschaft in Delta-Regionen ab. Egal ob die Niederlande, San Francisco, New York, Tokio oder Shanghai. Das alles sind Delta-Gebiete. Und all diese Städte werden die gleichen Probleme bekommen. Denn ich glaube kaum, dass wir die ganzen Menschen aus den Metropolen zurück ins Hinterland umsiedeln können. Das Delta des Mississippi traf es im August 2005. Der Wirbelsturm Katrina zerstört die Küstenregion um New Orleans. Das Wasser überflutet die ganze Region. Die Bevölkerung wird evakuiert, doch viele Hilfsmaßnahmen kommen zu spät. Mehr als 1.800 Menschen sterben. Bis heute sind nicht alle Einwohner zurückgekehrt. Die Angst vor dem Wasser sitzt tief. Auch Länder wie Holland fürchten die Gewalt des Meeres. Pavel Kabat kennt die geografischen Schwachstellen des Königreichs. Mehr als ein Viertel des Landes liegt unterhalb des Meeresspiegels. Es kostet jährlich 500 Millionen Euro, das Land zu schützen. Ich zeige jetzt mal,
wie die Niederlande aussehen würden ohne die Wasserinfrastruktur, die wir schon haben, ohne all die Deiche, Dämme und den Küstenschutz. So wäre es bei einem Meter Wasser, so bei 2 Metern. Und so würden die Niederlande aussehen, wenn der Wasserstand auf das Niveau der Nordsee ansteigen würde. Dabei ist der Klimawandel noch nicht einmal eingerechnet. Kabat hat gemeinsam mit einer staatlichen Kommission errechnet, wie die Klimaveränderung das Land treffen könnte. Seine Prognosen liegen höher als die des Weltklimarats. Wir müssen hier bis zum Ende dieses Jahrhunderts im schlimmsten Fall mit einem Meeresspiegelanstieg von bis zu 1,4 Metern rechnen. Und im Jahr 2200 mit 2 bis 4 Metern. Natürlich kann man sagen, bis dahin ist noch viel Zeit. Aber wenn wir das in den nächsten 150 Jahren in den Griff kriegen wollen, dann müssen wir jetzt schon nach Lösungen suchen. Mehr als 100 Milliarden Euro müssen in die Sicherheit vor dem Wasser investiert werden, fordert Kabat. Heute schützen die Deiche das Land. Sie werden immer höher gebaut. Gigantische Sperrwerke riegeln flutgefährdete Regionen gegen das Meer ab. Doch auch das Wasser, das durch den Boden ins Land drückt, muss aufwendig zurückgedrängt werden. 3500 Polder wurden dem Wasser künstlich abgerungen. Die Pumpen laufen ohne Unterbrechung. Barrieren allein aber halten dem steigenden Wasserdruck nicht stand. In einigen Regionen wird deshalb gewonnenes Land wieder dem Wasser preisgegeben. Küstengebiete und Flussufer werden dafür geräumt. Sie dienen als Pufferzone, als Auffangbecken. Werden all die Maßnahmen ausreichen, um Holland wirklich flutsicher und wetterfest zu machen? Im Westen des Landes hat eine Gruppe von Architekten die Idee vom Leben mit dem Wasser weiterentwickelt. In der Stadt Delft. Hier lebt man 2 Meter unter dem Meeresspiegel. Das regt zum Nachdenken an. Bart Röffen will mit seinen Kollegen das maritime Bauen in den Niederlanden revolutionieren. Die Jungunternehmer arbeiten an einer architektonischen Lösung für die gefährdeten Delta-Regionen. An einer schwimmenden Stadt, der Floating City. Die Formen ihres Entwurfs orientieren sich an der Natur, an Wassertropfen. Sie haben ein optimales Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. Der Größe des Bauwerks sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Alles kann schwimmen, nicht nur Häuser oder einfache Strukturen. In Zukunft wird es so etwas viel häufiger geben und es wird noch viel interessanter werden. Einen Prototyp planen die Architekten für die Expo 2010 in Shanghai. An dem futuristischen Pavillon hat auch die Stadt Rotterdam Interesse. Er soll als Klimacampus im Stadthafen ankern. Der Mensch auf dem Wasser, geschützt durch ein Gebäude, das der Naturgewalt standhält. Inspiriert wurden die Jungunternehmer bei ihren Entwürfen von Fritz Schraute. Er hat als Professor an der Technischen Universität Delft gelehrt und ist als Wissenschaftler fasziniert von der Idee, Leben auf dem Wasser zu schaffen. Nach seinen Vorstellungen soll die schwimmende Stadt sich selbst mit Lebensmitteln und Energie versorgen. Ein autarkes System in den Fluten. Man kann Energie aus den Wellen, den Gezeiten und auch aus dem Wind gewinnen. Das alles sind erneuerbare Energien. So kann man 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits gewinnt man umweltverträgliche Energie, andererseits verbraucht man keine fossilen Brennstoffe mehr. So muss die Zukunft unserer Großstädte aussehen. Gemeinsam mit dem Visionär wollen die Unternehmer seine Ideen in die Praxis umsetzen. Pionierarbeit. Die schwimmende Stadt muss mit Trinkwasser, Wärme und Strom versorgt werden. Die Ingenieure wollen dafür neue Technologien entwickeln. Ein ambitioniertes Vorhaben. There are several steps
Es fehlen noch einige Schritte, bis das soweit ist. Bis jetzt gibt es erst einmal einzelne Gebäude auf dem Wasser, zum Beispiel Wohnhäuser und ein paar andere Nutzbauten. Der nächste Schritt sollte sein, eine kleine Siedlung zu bauen. Das Polder-Projekt, das neue Wasser, könnte ein solcher Schritt sein. In einigen Jahren werden hier mehrere hundert Häuser schwimmen. Die Siedlung auf dem Wasser wird in 7 Abschnitten gebaut, bis der See seine volle Größe erreicht hat. Dutzende Gewächshäuser müssen für das Projekt weichen. Im Jahr 2011 wird auch diese Gärtnerei geschlossen. Einige der Angestellten gehen in Frührente, viele verlieren wohl ihre Arbeit. Die Region wird eine andere sein, wenn die Siedlung das neue Wasser einmal steht. Rund 300 Millionen Euro lassen sich das die staatlichen Investoren kosten. Ich finde es total beschissen. Weil wie es früher war, war es viel schöner. Aber jetzt die ganze, alles wird vorgebaut und eigentlich die Gärtnerei verschwindet eine nach dem anderen. Und das finde ich nicht gut. Wo heute Blätter gezupft und Blumen gebunden werden, entsteht neuer Wohnraum. Ein knappes Gut im Ballungsraum südlich von Den Haag. Die Abfindungen für die jetzigen Bewohner sind deshalb recht großzügig. Einige wollen trotzdem nicht verkaufen. Der Architekt Kohn Oldhaus muss das in seinen Entwürfen berücksichtigen. Er will die alten Gebäude wasserfest machen. Die neuen Häuser der Siedlung werden direkt mit dem Wasser verbunden sein. Der Freizeitwert soll so gesteigert werden für die gut zahlenden Kunden. Schwimmende Architektur wird häufig kritisch beurteilt. Ich kann es auch gut verstehen, denn bis jetzt wurden nur Villen auf Wasser gebaut. Aber die Dinge entwickeln sich. Wir haben heute eine Idee, die morgen auch anderen Menschen zugutekommen kann. Bei dem neuen Wasser entstehen 30% der Häuser als sozialer Wohnungsbau. Das ist ein ganz neues Konzept. Noch geht es weniger um soziale Aspekte als